Herzlich willkommen zu diesem Tutorial, mit dem wir Sie bei Ihrer Online-Lehre unterstützen möchten. Mein Name ist Katja Selmigkeit und ich zeige Ihnen heute, welche digitalen Literatur- und Informationsressourcen Ihnen zur Verfügung stehen und wo Sie sie finden. Bevor Sie Ihre Recherche beginnen, sollten Sie über VPN mit dem Campusnetz der TU verbunden sein. Nur dann können Sie nämlich auch auf die Inhalte zugreifen, für die die Universitätsbibliothek für alle TU-Mitglieder eine Lizenz bezahlt hat. Wir beginnen unsere Recherche mit dem Wissensportal Primo der UB über unsere Homepage. Hier gibt es mehrere Suchräume. Wenn Sie in Artikel plus TU und UdK-Bestand suchen, bekommen Sie sowohl Bücher und Zeitschriften aus unserem Bestand als auch einzelne Artikel aus einer Vielzahl von Datenbanken angezeigt. Bei Bedarf können Sie den Suchraum aber auch auf den reinen Bibliotheksbestand einschränken. Nach einer Stichwortsuche, zum Beispiel nach Informationskompetenz, erhalten Sie eine Trefferliste. Rechts können Sie Ihr Ergebnis nach Ihrem Bedarf umsortieren, zum Beispiel nach Erscheinungsjahr, oder über Filter einschränken, zum Beispiel wenn Sie nur elektronische Ressourcen angezeigt bekommen möchten. Wenn Sie sich für einen Titel interessieren, klicken Sie darauf, um den Datensatz aufzurufen. In diesem Fall haben wir von diesem Titel 3 Ausgaben. Um auf das E-Book hier in der Mitte zuzugreifen, klicken Sie auf Online-Zugang und dann auf Volltext ansehen. Es öffnet sich in diesem Fall die Seite des Verlags, wo Sie dann das E-Book ganz oder teilweise herunterladen können. Diese Seite, die sich öffnet, sieht je nach Verlag oder Anbieter immer etwas unterschiedlich aus. In der Regel ist sie aber recht intuitiv zu bedienen. Viele Publikationen sind leider noch nicht in elektronischer Form, sondern nur gedruckt verfügbar. Die UB bietet TU-Mitgliedern den Service Kopierauftrag an. Auf Wunsch scannen wir da Zeitschriftenartikel oder Buchkapitel und stellen sie Ihnen zum Download zur Verfügung. Gehen wir weiter zu Publikationen, die von vornherein frei zugänglich erscheinen, nämlich die Open Access Publikationen. Die der TU finden Sie auf unserem Repositorium Deposit Once. Sie können darin gezielt mit Stichwörtern suchen oder auch thematisch browsen. Über die TU-Publikationen hinaus empfehlen wir für die Suche nach Open Access Publikationen die Suchmaschine Base. Darüber kann man eine Suche über derzeit über 150 Millionen Dokumente aus verschiedenen Quellen durchführen, darunter auch zahlreiche Publikationsserver von Hochschulen. Die meisten Dokumente sind Open Access und man kann sie direkt aufrufen und nutzen. Auch eine Suche über Google Scholar kann sich natürlich lohnen. Hier finden Sie sowohl Open Access als auch kostenpflichtige Ressourcen. Also auch hier vorher mit VPN mit dem TU-Netz verbinden, dann können Sie auch auf Materialien zugreifen, die wir für Sie lizenziert haben. Falls Sie mit älteren gemeinfreien Quellen arbeiten, etwa in der Wissenschaftsgeschichte, könnten die Deutsche Digitale Bibliothek und die Europeaner für Sie von Interesse sein. In der Deutschen Digitalen Bibliothek finden Sie digitalisierte Bestände aus Bibliotheken, Archiven und Museen, und zwar vor allem ältere gemeinfreie Werke. Wenn ich hier zum Beispiel den Namen der Kernphysikerin Lise Meitner eingebe, dann erhalte ich einige Porträts von ihr. Häufig findet man aber auch retrodigitalisierte Publikationen oder Manuskripte und vieles mehr, das lohnt sich darin mal zu stöbern. Die Europeaner schließlich ist das europäische Pendant zur Deutschen Digitalen Bibliothek. Hier fließen die digitalisierten Objekte von verschiedenen teilnehmenden europäischen Ländern zusammen und können gemeinsam durchsucht werden. Weitere Materialien, die Ihnen bei der Online-Lehre gute Dienste leisten könnten, sind freie digitale Lehr- und Lerninhalte der eigenen oder anderer Hochschulen. Es gibt verschiedene nationale und auch internationale Portale, die solche sogenannten Open Educational Resources oder kurz OER zur Verfügung stellen. Das war ein kurzer Überblick zu Literatur- und Informationsressourcen, die Ihnen insbesondere bei der Online-Lehre nützlich sein können. Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns jederzeit telefonisch, per E-Mail oder Chat. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank und bis bald.